Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. So, es geht Schlag auf Schlag, Jorla Fortun versucht man besser Glück. Das werden wir jetzt direkt natürlich mal unterbinden, hier die Geschichte. Und dann, ja, es gibt viel zu tun. Es gibt noch ganz gute Neuigkeiten. Ich habe mal versucht, gute Items gefunden, um die Goldminen ein wenig zu pushen. Die werden aktuell gerade mit einem Schiff aus der alten Welt in die neue Welt befördert. Sollte also auch demnächst ankommen. Und dann können wir das mal hier ein bisschen in Gang bekommen. Und noch ein, zwei Sachen mehr. So. Das werden wir erstmal erledigen hier. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Also diesmal war, glaube ich, die Zeitspanne zwischen den Angriffen deutlich geringer als beim letzten Mal. So. Oh, der ist fast abgesoffen hier, ne? Die Hesperus. Den schicken wir gleich mal reparieren. In den Hafen werden dann mal eins von den Segelschiffen, glaube ich, hier durch einen Dampfer ersetzen. So, die können wir hier eigentlich noch ein bisschen stehen lassen. Die haben jetzt nicht so viel Schaden genommen. Ach, der hat eh Selbstreparatur. Wie funktioniert das? Letzter Blick. Oh, okay. Eins nach dem anderen. Gut, wir lektorieren. Veröffentlichen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier noch genügend... Okay, das passt. Genügend Einfluss habe, weil ich muss ja dann eine Handelskammer bauen, wenn ich die Minen ein bisschen unterstützen möchte. Und Handelskammern kosten halt auch 20 Einfluss. Das ist halt auch echt nicht wenig. So. Verwendbar für Schiffe. Selbstreparatur plus 1000. Aktive Heilung. Ach, das läuft schon. Ah, okay. Hier läuft so ein Balken ab. Okay, der repariert sich jetzt. Ja, genau. Der ist auch schon ein bisschen besser wieder in Schuss hier, der Kollege. Okay, das passt schon. Können wir so stehen lassen. Dann, was wollte ich noch? Hier schicke ich gerade noch Baumaterialien hin, weil nächster Engpass, der sich gerade abzeichnet, ist Holz tatsächlich auf der Hauptinsel. Habe ich das eigentlich schon? Das läuft alles, ne? Ja, genau, das passt. Was haben wir hier noch für ein Problem? Genau, das Lagerhaus wollte ich auch noch ausbauen. Okay, hier transportiere ich jetzt eben gerade ein paar Sachen hin. Aber kann ich jetzt hier gerade vielleicht sogar noch mit den Sachen, die ich hier habe, einen weiteren Holzfäller bauen? Ist das möglich? Ja, aber dazu brauche ich dann auch noch ein weiteres Bauernhaus. Aber den kann man schon mal aufstellen, wenn wir hier noch irgendwo die Möglichkeit haben. Sofern das hier noch im Einflussgebiet ist von dem Handel, von dem Warenhaus da unten, schauen wir mal. So, Ziegel habe ich genug, dann können wir hier noch einen Weg hinziehen. Einmal so. Wird aufgeforstet, okay, und ein weiteres Häuschen. Ah ne, das kann ich mir noch leisten. Und das deckt ja dann sowieso die fehlende Arbeitskraft hier ab. Okay, gut. Dann schauen wir mal hier auf die Übersichtskarte. Eins, das ist wahrscheinlich, oder? Was hat der an Bord? Genau, der hat hier die Items an Bord. Das sieht man ja schön in der Frachtübersicht. Das ist nämlich einmal einer, der die Produktivität der Minen erhöht. Also alle Steinbrüche. Ich hoffe mal, dass da einfach auch jetzt die Goldminen dazu zählen. Ich hoffe es inständig. Und der andere macht mir halt ein bisschen mehr Arbeitskraft frei. Ist auch nicht so verkehrt. Also mal schauen, vielleicht können wir damit ein bisschen weiter voran. Und, ach, die Expedition habe ich auch total vergessen. Ich habe noch eine zoologische Expedition laufen. Sollte mich vielleicht auch mal drum kümmern. Das machen wir jetzt. So, Schnelldurchlauf. Glaube, Redegabe, Glaube, egal. Einfach weiter. So, zusätzliche Erfolgschance plus 90%. Das ist natürlich ganz hervorragend. Das Schiff war glaube ich, nicht so schlecht ausgestattet. Okay, weiter geht's. Wir stellen zusätzliche Rationen bereit und dann sollte die ja auch langsam mal abgeschlossen sein, hier die zoologische Expedition. Des Weiteren, was war noch? Genau, wir können uns die Belohnung abholen hier. Von der Ausstellung. Mal schauen. Archäologie, was es da so gibt. Ein hölzerner Ring. Ach komm, also plus, ja gut, es war nicht anders zu erwarten, dass es da halt miserable Gegenstände gibt, aber den kann ich halt direkt ins Meer schmeißen. Das lohnt sich ja nicht mal, den Scheiß zu verkaufen, ganz ehrlich. Silberkette plus 20, plus 10, das ist halt alles für einen Händler. Maximal. Lohnt sich nicht mal, dafür ein Schiff in Gang zu setzen. So, Kaffee habe ich mal ein bisschen was dazu gekauft noch, weil es einfach gerade im Angebot war. Und das sollte erstmal, glaube ich, für eine Weile reichen. Ja, dann.
Kultur-Items, dann verklopp mal den Kram direkt mal. Das bringt ja sowieso fast nichts, oder? Wo steht denn hier der Preis? Ich weiß es nicht, aber... Hölzerner Ring. Ach komm, das bringt halt irgendwie 1000 oder sowas. Naja, egal. Gut, liefern wir es mal ab. Und zwar, wo bringen wir es denn hin? Vielleicht nochmal hier, weil hier habe ich nämlich auch diese Items für die Minen gekauft. Und das waren schon hochwertige Sachen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Sachen, die sie mir verkaufen, immer hochwertiger werden. Oder es hängt damit ab, wie oft man hier durchwürfelt. Also ich hatte dann schon ziemlich oft gewürfelt. Da waren wir schon bei 70.000, 80.000 angekommen, bis dann so die ersten wirklich guten Items auftraten. Wobei, jetzt haben wir hier auch schon standardmäßig ein episches Item, hätten wir hier schon. Tortilla-Bäckerei. Ah, jetzt hat er gerade geändert seine Auswahl, ne? Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Gegenstände einfach immer besser geworden sind. Hängt vielleicht auch einfach hier insgesamt damit zusammen, wie gut ich halt dastehe. Mit meinem Einfluss, mit meiner Gesamtbilanz, mit meinem Vermögen und so weiter. Dieser ganze Kram. Möglicherweise hat das auch einen Einfluss auf die angebotenen Waren. Kann ja gut sein. Okay, hier war noch irgendwas gerade, aber das... Genau das hier. Warum der Austausch von Arbeitskräften zwischen den Inseln wurde unterbrochen? Warum? Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon... Aber ist das jetzt überhaupt noch aktuell? Ich habe das ja... Weiß ich nicht, was war denn hier? Oder hat es gebrannt? Oder es war vielleicht eine Krankheit ausgebrochen? Das war definitiv mal der Fall. Deswegen habe ich ja auch ein Hospital mal hingebaut irgendwann. Und da kommt ja auch der... Das ist ja der Pendlerdampfer, ne? Aber das sollte passen. Ich denke, das hat keine Relevanz mehr, oder? Das sollte klar gehen. Okay, dann können wir das hier mal alles löschen. Und dann soll man nochmal eine Ausstellung beginnen. Also ich meine, das Einzige, was sich eigentlich wirklich irgendwie so ein bisschen gelohnt hat, glaube ich, war die wir als Erstes gemacht haben. Hier die Wissenschaftsausstellung. Das dauert halt schon. Also das mache ich jetzt ganz behutsam hier mit den Investoren, dass wir da auf 7500 kommen. Weil sonst, also da wäre ich halt arm. Das muss ich ganz behutsam machen. Einfach wegen den ganzen Bedürfnissen, die ja auch ständig gedeckt werden müssen. Deswegen. Starten wir nochmal so eine kleine hier. Das hat eigentlich ganz coole Belohnungen gegeben. Und das müsste ja alles vorhanden sein. Bier, Fisch, Trauben. Alles kein Problem. So, dann haben wir hier 174 Arbeitskraft für die Ingenieure übrig. Ja, ganz klar. Wir brauchen noch für die Dampfwagenproduktion noch so eine weitere Kutschenwerkhalle. Da habe ich erst eine und das reicht absolut nicht. Hinten und vorne nicht. Können wir hinstellen, wo? Hier ist es noch im E-Bereich, im elektrifizierten Bereich. Dann stellen wir das Ding hier auf. Elektrizität hat er. Holz und Kautschuk. Können wir auch gerade mal kurz drauf schauen, wie es da insgesamt aussieht. Aber das sollte eigentlich passen. Also Holz ist bis auf Anschlag voll und Kautschuk, würde ich mal vermuten. Oh, sieht überhaupt nicht gut aus. Okay. Das nächste Problem, das sich auftut. Okay, alles klar, Kautschuk. Gut, kommt auch auf die Liste. Kommt auch auf die Liste, aber eins nach dem anderen. So, das Schiff sollte angekommen sein. Jetzt schauen wir mal, wo ist der? Kleinstadt, irgendwas ist gerade aufgestiegen. So, ist aber egal. Welcher ist es denn? Wo sind meine Items? Ah, Ponchos, genau, die hat die auch noch gekauft. Was macht der hier? Der wird repariert. Wo ist das Schiff? Mit den tollen Items gelandet. Hier ist er. Ach, hier ist er hingefahren. Okay, alles klar. Dann schickt man den zur Hauptinsel. Und dann, also schauen wir mal hier, diese Items, die ich habe, beeinflusst alle Minen und Steinbrüche. Also alle Minen, auch die Goldmine, gehe ich von aus. Produktivität plus 50, das ist das, was mich interessiert. Minus 75 Arbeitskräfte ist natürlich auch nicht so verkehrt. Vielleicht wären dann sogar so viele frei, dass ich mir eine weitere Kaffee-Rösterei gönnen kann. Und das ist natürlich auch nochmal super, das ist nochmal minus 100 Arbeitskräfte und minus 100 Unterhalt. Okay, Unterhalt ist jetzt nicht so der Burner, aber Arbeitskräfte... Und die Produktivität, das sind natürlich die Sachen, die mich interessieren. So, dann sind die Ponchos hier nochmal abgeladen. Schick mal den direkt wieder zurück. So, ich brauche hier nicht so viele Schiffe.
Okay. So, was war noch? Kautschuk. Genau. Wie sieht es denn da aus? Wie sind da die Bestände? Leeren sich. Wo baue ich den Kautschuk an? Ich glaube, das habe ich auch komplett ausgelagert, denke ich, oder? Hier haben wir auch gar keine Fruchtbarkeit. Also es muss entweder hier sein oder da. Beides möglich. Sag mal, das Feld sieht irgendwie so aus, als würde hier nichts passieren. Aber das bilde ich mir ein, oder? Ja, das bilde ich mir ein. Das passt schon, das läuft. Wie schaut es denn hier aus? Hier hat man noch genügend Arbeitskraft zur Verfügung. Dann werden wir doch hier einfach ein bisschen Kautschuk nachproduzieren, oder? Beziehungsweise hier baue ich noch gar keinen Kautschuk an. Kann das sein? Tatsächlich? Ist ja ein Ding. Aber hier wahrscheinlich, ne? Hier ist Mais. Hier ist Kautschuk. Dann werden wir doch hier die Handelsroute noch ein bisschen abändern. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ah, Explosion, Goldmine. Ausgerechnet, natürlich. Können wir aber direkt renovieren. Okay, mal eins nach dem anderen. Kautschuk, kurz ein bisschen boosten. Hier haben wir noch 50 Arbeitskraft übrig. Dann passen wir direkt mal die Route an. Das ist die falsche. Eine von denen hier. Der soll mir noch irgendwo unterwegs Kautschuk aufladen. Kann der noch mehr mitnehmen? Wobei, das ist eh schon so eingestellt. Ach, schau an. Das wollte ich nämlich schon mal machen. Deswegen ist das hier schon auf Laden gestellt. Okay, das habe ich eh schon vorbereitet. Das heißt, ich muss hier einfach noch ein paar Kautschuk-Plantagen hochziehen. Ja, gut. Dann machen wir das. Kautschuk, 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 Kautschuk. Da haben wir es ja. Ja, muss ich mich fast noch ein bisschen ausdehnen. Aber Platz ist ja noch. Ah, ich könnte noch bis hier hochbauen. Bis zu den Ölquellen. Okay, cool. Jo, dann erweitern wir das Ganze mal. Hier ist eh schon die Straße und dann kommt hier irgendwo ein weiteres Lagerhaus. Bauen wir mal hier so hin. Und ein paar Kautschuk-Plantagen. Moment mal. Was fehlt? Ah, Bretter wieder. Jetzt sind die Bretter. Aber der hat welche dabei. Genau, alles gut. Ich bin doch perfekt organisiert. Kann doch echt keiner was sagen, oder? Ha! So. Okay. Mal fertigstellen. Braucht auch jeweils nur 10 Arbeitskraft. Dann würde ich sagen, dann gönnen wir uns gleich 4 neue Kautschuk-Plantagen. Das wird nicht zu wenig sein. Schön alle rund um dieses Lagerhaus hier versammelt. So. Okay. Wir schlingern ins Ungewisse. So, die Expedition dürfte dann auch gleich mal durch sein. Er kann gleich vernünftige Straßen nehmen. Was soll der Geiz? Es war, glaube ich, auch eine etwas hochwertigere Expedition. Vielleicht kriegen wir dann doch mal irgendwie halbwegs vernünftige Belohnung. Also, das war auch echt enttäuschend bislang. Größtenteils. Dann stellen wir hier noch einen hin und hier. Und dann kommen wir nämlich hier auch noch durch und können hier quasi die Felder angrenzend, damit wir da auch wirklich den ganzen Platz genutzt haben. Und dann dehnen wir das Ganze noch hier in die Richtung ein bisschen weiter aus. So. Okay, das ist nicht so verkehrt und der hier fehlt auch noch. Dann haben wir jetzt 4 neue Kautschuk-Farmen und das sollte das Problem hoffentlich dann erstmal fürs Erste lösen. Okay, passt, Handelsroute steht, dann können wir hier rüber gehen. Dann bevor wir hier weitermachen, schauen wir direkt noch bei der Expedition vorbei. Das macht mich noch krank. Das muss doch jetzt wohl langsam mal der letzte Abschnitt sein. Zusätzliche Erfolgschance plus 44. Na, dann machen wir das. Okay. Wir sollen noch mehr Tote. Und es geht immer noch weiter. Okay. Schau mal einer an. Aber lange kann es jetzt nicht mehr gehen. Jetzt sind wir schon bei 15% Moral. Naja, mal schauen. Was haben wir hier noch für Meldungen? Können wir alles löschen. So, jetzt wird's interessant. Der ist angekommen. Darf mal schnell die Items abladen. Und dann gibt's hier. Ja, es hat jetzt die Frage. 20 Einfluss ist halt schon ein teurer Spaß für so eine Handelskammer. Und Goldvorkommen, ja, die sind halt gut verteilt über die ganze Insel. Aber ich habe schon mal geschaut. Ich denke mal, hier macht's am meisten Sinn. Hier kann ich zumindest 2 beeinflussen.
Ansonsten, also 3 kriege ich nicht hin. Hier keine Chance. Hier kriege ich nicht mal die beiden eingefangen. Vielleicht mit ganz viel Glück, wenn ich es hier irgendwo hinquetschen kann, aber naja, macht auch keinen Sinn. Und die anderen Goldvorkommen, ja. Es ist halt ärgerlich, dass die so verteilt sind. Ich hatte gehofft, ich kann vielleicht die 3 zumindest einfangen, aber das sind halt feste Standorte. Also man kann das ja überhaupt nicht beeinflussen. Man kann das Minengebäude jetzt nicht hier irgendwie 2 Meter rechts weiter hinsetzen. Das geht einfach nicht. Deswegen hier, glaube ich, ist das Einzige, wo es wirklich Sinn macht. Dann sollten die beiden Minen beeinflusst sein und dann stopfen wir hier mal die Items rein und schauen mal, was passiert. So, einmal das und einmal das. Jetzt ist wieder ordentlich Arbeitskraft auch frei geworden. Okay, das war auf jeden Fall ein sehr guter Move. Produktivität ist dann auch Ihr Schiff ist von der Überfahrt gestiegen. Naja, das sollte zumindest schon ein bisschen was bringen jetzt hier. Für die Goldproduktion insgesamt. So, und dadurch, dass jetzt wieder Arbeitskraft frei geworden ist, denke ich mal, können wir auch die Kaffeegeschichte wieder ein bisschen hochfahren. Hier haben wir immer noch zunehmend Kaffeebohnen, den Rohstoff. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal eine Rösterei bauen. Ja, das läuft doch. Das sind jetzt endlich mal sinnvolle Dinge, die ich hier tue. Bauen wir hier hin. Okay. Und Kaffeegrundproduktion können wir auch jederzeit aufstocken. Auch kein Problem. Das habe ich ja, glaube ich, auch hier drüben, ne? Genau. Da habe ich ja auch das Saatgut gepflanzt für den Kaffee. Und da ist noch ein bisschen Platz. Also da kann ich noch locker 1, 2, 3, 4, 5... Ja, 4, 5 von den Dingern, glaube ich, kann ich da schon noch hinstellen. Ach, Zuckerrohr habe ich hier auch. Ach ja, klar. Genau, genau. Ich habe ja hier auch noch Zuckerrohr und Kaffee ausgelagert. Ist halt beides nativ nicht verfügbar. Also hat einfach keine Fruchtbarkeit auf der Insel. Aber dank Handelskammer und Items passt das schon. Okay, kann man, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Können wir den direkt noch upgraden? Ja, geht auch. Dann passt das. Okay, sehr schön. Dann ist die Goldgeschichte jetzt schon mal zumindest so ein bisschen verbessert. Minimal. Aber ich werde langfristig trotzdem nicht drum rumkommen, mir noch irgendeine Insel unter den Nagel zu reißen. Aber auch hier hat sich natürlich nichts verändert bei der Diplomatie. Ist eigentlich eher noch schlechter geworden, oder? Wenn ich mir den Status hier anschaue. Okay, der ist halt immer noch der Ruf bei 97. Also, ach. Und ich wüsste nicht, wie ich die Allianz hier aufbrechen könnte bei den beiden. Also einfach, besteht einfach keine Möglichkeit meines Wissens. Deswegen. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich habe da noch keine Lösung gefunden, außer halt Krieg zu führen oder halt... Aber das mit den Anteilen kaufen, das funktioniert halt einfach nicht. Die kaufen die halt sofort wieder zurück. Also es macht einfach keinen Sinn. Und ich kann nicht mit ihm in Krieg treten, solange der in der Allianz mit der Beryl O'Mara ist. Das ist... Funktioniert einfach nicht. Nee, ich habe absolut keine Idee, wie ich das Problem lösen könnte. Na gut, gehen wir mal wieder auf die Hauptinsel nach Giesing. Hier regnet's. Was könnte man denn hier noch anstellen? Hier wird die nächste Dings vorbereitet. Oder das dauert noch einen Moment. Knapp 10 Minuten sind die hier noch zugange. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus? Sind jetzt mal, kriegen die jetzt mal, okay, Dampfwagen, so halt so halb gedeckt, ne? Nicht ideal, aber sie kriegen zumindest welche. Schokolade, verdammt, das habe ich ja auch total vergessen. Die brauchen halt auch noch Schokolade. Kommt hier überhaupt Schokolade an oder einfach viel zu wenig? Nimmt ab. Schauen wir mal, was sagen denn die Handelsrouten? Aber ich meine schon, dass ich hier schon längst Schokolade hinliefere, oder? Oder habe ich das total übersehen? Kann das sein? Ernsthaft. Produziere ich überhaupt schon Schokolade, ist die Frage. Also auf den Handelsrouten habe ich es noch nicht. Okay. Gut möglich, dass ich das echt übersehen habe. Und am Anfang halt nur gekauft habe. Wie schaut es denn aus hier in den Lagerhallen? Haben wir hier schon Schokolade drin? Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die nicht auch einfach nur gekauft wird hier. Produktionskette. Ja, ich habe aber 2 Schokoladenfabriken hier auf der Insel. Okay. Dann schauen wir uns das gerade nochmal an. Kakao sollte eigentlich kein Problem sein. Ich baue relativ viel Kakao an. Da sind die Lager voll. Zucker haben wir auch jede Menge. Also mangelt es einfach nur noch an Schokoladenfabriken. Okay, das sollte sich ja einfach lösen lassen. Aber es kostet natürlich auch wieder ordentlich Arbeitskraft. Kriegen wir aber auch hin. Ich habe viel freie Jornalero-Arbeitskraft. Das heißt, ich muss einfach ein paar Hütten upgraden. Und dann mal schauen. Ja, mit einer Schokoladenfabrik ist es wahrscheinlich nicht getan. Aber...
Ja gut, eine kann ich mir zumindest mal leisten. Und langfristig brauche ich wahrscheinlich noch eine. Okay, hier passt sie hin. Das ist gut. Und dann müssen wir die Arbeitskraft natürlich noch in den Griff bekommen. Haben wir hier noch Häuser, die noch nicht aufgewertet wurden? Schauen wir mal. Hier sieht man ja, wenn man U drückt, die Pfeile. Da sind tatsächlich noch hier mittendrin sind noch ein paar normale Jornalero-Hütten. Wenn wir die mal aufwerten und dann haben wir das eh schon wieder in den Griff bekommen. Und wie viel kostet das? 100. Könnten wir also theoretisch, wenn wir genügend Häuser aufrüsten, noch eine zweite Schokoladenfabrik hinstellen. Ich meine, da kommt ja wirklich gar nichts an in der neuen Welt, in der alten Welt. Beziehungsweise ist halt so schnell wieder weg. Beziehungsweise ich lasse es noch gar nicht drüber transportieren. Das ist ja das Problem. Aber das wird ja hier auch verbraucht, ne? Also es ist einfach auch nicht genügend da. Ich kann gar nicht, ich kann es gar nicht wirklich abtransportieren. Ja, es hilft alles nichts. Das muss ich erstmal einpendeln, dass das zumindest nicht mehr abnimmt. Und dann kann ich anfangen, das mit einer Route rüber zu schippern. Ja, da muss ich dann aber fast auch schon wieder eine... Ich glaube, dann brauche ich sowieso schon wieder eine neue Handelsroute. Okay, schauen wir mal. Was, wo haben wir denn hier noch so ungefähr in der Altstadt Häuser, die wir noch nicht aufgerüstet haben? Hier drüben, hier. Okay. Dann nehmen wir das Viertel mal mit. Hier. Dann sind wir eh schon fast bei 100. Okay, das sollte genügen. Dann gibt es noch eine weitere Schokoladenfabrik. Wo können wir denn die noch hinquetschen? Hier, aber das würde ich fast noch reserviert lassen für weitere Wohnhäuser. Ich muss die Stadt sowieso noch erweitern, da führt auch kein Weg dran vorbei. Hier ist natürlich auch noch ein bisschen Platz. Können wir es hier vielleicht noch nebendran packen? Ungünstig, aber hier, wenn man hier noch eine Straße hinzieht. Hier so in zweiter Reihe. Dann passt das schon. So, erfüllt seinen Zweck. Das sollte erstmal laufen. Dann brauchen wir noch eine Route. Ich glaube auch nicht, dass ich noch irgendwo großartig was frei habe. Also entweder wirklich komplett eine neue Route anlegen. Habe ich denn noch ein Schiff frei? Ich glaube, ich habe genau das hier im Friedensmodus immer vor sich hin dümpelt. Dann packen wir das da drauf. Weil ich ist halt auch schon wieder mit dem Einfluss so. Und ich könnte natürlich eine Charterroute anlegen, aber das kostet mich auch wieder Einfluss. Wenn ich größere Schiffe baue, dann kostet mich das auch wieder Einfluss. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die olle Fregatte hier und setzen die auf eine neue Route. Und wahrscheinlich brauche ich über kurz oder lang sowieso nochmal eine weitere Route, die von der neuen in die alte Welt führt. Von daher hilft ja nichts. Neue Welt, einmal hier. Alte Welt, einmal dort. Albatros war das, ja, genau. Und dann darf der Laden, Schokoladen darf der Laden, sehr schön. Alpaka-Wolle ist auch immer noch, aber nimmt, hat jetzt ein bisschen abgenommen. Kaffee hat sich einigermaßen stabilisiert. Rum, glaube ich, sieht ganz gut aus mittlerweile, ne? Okay, da muss ich nichts mehr machen. Kautschuk sollte dann zunehmen. Okay, dann packen wir hier auf jeden Fall mal Schokolade. Und... noch einen zusätzlichen Frachtplatz für Kautschuk auf jeden Fall. Ist auch keine so schlechte Idee. Das muss ja auch in die alte Welt geschippert werden. Okay, entladen, entladen, annehmen, zack, fertig, läuft. Okay. Na gut, das war erstaunlich produktiv, würde ich mal sagen. Also das mit der Goldproduktion, das sollte funktionieren. Auch sonst ist hier erstmal alles so weit... Oh, oder auch nicht. Irgendwas fehlt doch schon wieder, oder? Können wir das gerade noch rausfinden? Oder eine Krankheit. Kommt ja auch regelmäßig vor hier drüben. Wo ist denn die Arbeitskraft jetzt hingegangen? Die Schokoladenfabrik hat mich doch die andere Arbeitskraft gekostet, oder? Das kostet doch... Obrero-Arbeitskraft. Aber es fehlt ihnen nichts. Bedürfnisse sind gedeckt. Vorher sehe ich auch keins, ehrlich gesagt. Keine Krankheit. Krankheiten sieht man ja auch immer an dieser grünen Wolke. Das ist relativ gut zu erkennen. Eine Meldung habe ich ja auch keine. Bisschen rätselhaft.
Woran könnte es denn mangeln? Also wenn dann ja Ponchos oder gebackene Bananen. Gebackene Bananen, glaube ich, dürfte nicht der Fall sein. Und Ponchos haben wir auch so ein bisschen entgegengesteuert. Ja, Ponchos, da sind die Lager voll. Gebackene Bananen. Was habe ich denn jetzt wieder übersehen, frage ich mich. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt echt wieder neue Hütten hinstellen? Da sind irgendwelche Häuser außer Reichweite von irgendwas. Abgefackelt ist auch nichts. I don't understand. Ach, habe ich hier jetzt einfach zu schnell aufgewertet? Kann das sein? Das war jetzt einfach zu viel des Guten, oder? Ich habe zu viele Häuser aufgewertet, die haben sich jetzt gefüllt. Dann werten wir einfach wieder ein paar ab. Da werden sie sich bedanken, die Kollegen hier. Ah, damit sich das auf jeden Fall wieder einpendelt. So, den noch und dann ja, stellen wir halt noch ein paar weitere Häuser hin. Dann sollte das, glaube ich, wieder funktionieren. Und hier haben wir ja noch ein bisschen Platz. Einfach ein Block nochmal und ich glaube, das reicht dann auch. Ja, wobei, das sind ja immer nur 10, die da reinpassen. Okay, da füllt sich halt auch noch das ein oder andere Gebäude. Da, glaube ich, können wir auch nochmal eins abwerten. Und dann, glaube ich, haben wir es wieder einigermaßen im stabilen Bereich, hoffe ich doch. Naja, das sollte schon passen. Den Rest mache ich dann außerhalb der Aufnahme. Und dann wird sich das schon einpegeln. So, okay, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.